Mutter, liebe Gäste, ich begrüße ganz herzlich zu unserem heutigen Weihnachtsmarkt. Es ist ja nun der Weihnachtsmarkt nach 2019, der zuletzt hier stattfand. Ich wieder in meinem gleichen Outfit, das ist mein Weihnachtsmarktkostüm, mein Gehänge nur für Weihnachten, alles nur für euch. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag hier auf unserem Marktplatz. Wie ihr seht, ist ja unser Dorf wieder sehr schön geworden jetzt hier in der Weihnachtszeit. Die Leute geben sich alle Mühe. Wir sind jetzt hier gerade bei Familie Lehmann, die diese wunderschöne Dekoration im Garten stehen hat. Ihr könnt vielleicht dort hinten sogar bis auf den Marktplatz gucken. Ich gehe jetzt mal klingeln und gucke mal, ob Herr Lehmann da ist. So, wir sind jetzt hier bei Familie Lehmann. Ich klingel jetzt mal. Mal sehen, ob jemand zu Hause ist. Lehmanns dekorieren immer so schön. Hallo. Ach, ist noch jemand da. Micha, sei gegrüßt. Hallo. Hallo. Du, ich wollte gerne mal vorbeikommen bei euch, weil ich mich immer freue, dass ihr so schön dekoriert. Und ja, wollte mal wissen, wer das bei euch macht. Das mache ich. Das machst das du. Das mache ich selber. Ne? Und machst du das mit Freude? Absolut, ich bin da voll dahinter. Ja? Ich freue mich dann immer, wenn dann doch die Blicke mal zu uns kommen hier und die Kinder gerade hier am Zaun stehen und sich erfreuen dran. Ja, ne. Das freut mich dann schon, ja. Und schön ist das ja auch, dass das hier so zentral ist. Erstmal ist es jetzt schon fast in den Weihnachtsmarkt mit eingebunden. Dann, wenn die Gäste heute alle hier so vorbeikommen werden, das sieht so schön aus. Ich weiß es noch von 2019, da hattet ihr den großen Schneemann. Den hatten wir auch auf dem Video. Das war sogar das Entree des Videos, weil das so schön aussah. Und jetzt ist es genau wieder so hübsch. Ja, Micha, das freut mich sehr. Du wirst bestimmt halt auch auf den Weihnachtsmarkt kommen. Sicherlich werden wir uns da sehen. Und da sehen wir uns dann nochmal. Da danke ich dir erstmal für die Worte. Ich danke auch für den Besuch. Bitte schön. Dasselbe. Tschüss. Tschüss. Über die Radbrücke zu unserem Weihnachtsmarkt. Und unser Weihnachtsmarkt ist gekennzeichnet dadurch, dass wir an allen Eingängen einen Herrnhuter Stern hängen haben. Und das ist eine lange Geschichte. 2010 waren wir mit unserer ungarischen Partnergemeinde in Herrnhut, haben dort diese Sterne gesehen und mein Bruder sagte zu mir, komm Große, wir kaufen zusammen so einen Stern für den Weihnachtsmarkt. Das war 2010, der erste. Und dann ging es weiter. Im nächsten Jahr haben wir gesammelt von allen Gewerbetreibenden bei uns im Ort, haben den zweiten gekauft. Dann meinte Andreas Lehmann von der Feuerwehr, an der Feuerwehr muss einer hängen. Dann haben wir einen roten an die Feuerwehr gehangen. Und dann sagte Herbert Schulze, der das Sportlerheim betreibt, er möchte gerne einen dort hinten zur Einfahrt zum Sportlerheim. Und so ist das gekommen. Jeder der Sterne, die hier hängen, hat eine Geschichte und ist gesponsert worden. Und darauf sind wir ganz besonders stolz. Hier auf dem Weihnachtsmarkt in Barwood. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen allen Händlern, den ersten Gästen, unseren Gästen wieder aus Ungarn, die angereist sind, die einen langen Weg auf sich genommen haben, allen, ja, die hier zur Vorbereitung mit beigetragen haben. Nochmal vielen Dank. Ich wünsche, dass das Wetter heute durchhält, dass heute Nachmittag dann viele, viele Gäste kommen, dass wir 14 Uhr dann den Stollen einschneiden und dass wir heute einen schönen Tag hier in Barwood verbringen. Genau. Das wünsche ich uns und das wünsche ich euch allen auch. Also noch einmal herzlich willkommen hier auf unserem Weihnachtsmarkt. Es ist ja sogar ein bisschen winterlich geworden. Vielleicht bleibt der Schnee noch ein bisschen hier auf den Dächern liegen. Es passt zur Stimmung. In den Hütten ist noch allerhand zu tun. Die Vorbereitungen laufen, aber es gibt wieder interessante Sachen, die euch allen bestimmt gefallen werden. Also ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag und schöne Stunden hier in Barwood. Und ich danke auch nochmal allen für die Vorbereitung. Es steckt immer viel Arbeit drin, so einen Tag zu gestalten. Aber am Ende des Tages, wenn alles gut läuft, dann freuen wir uns drüber. Also viel Spaß allen. Tschüss. Wir sind
jetzt hier am Stand des Anglervereins. Ich würde mir jetzt mal den Chef vom Anglerverband suchen und würde mit dem Chef mal ein paar Worte reden. Er ist auch hier draußen. Sei gegrüßt. Schönen guten Morgen. Morgen. Silvia. Schön, dass du da bist mit deinen Leuten heute hier. Ich freue mich immer, wenn ihr hier den Stand betreibt. Ich sehe schon, es sieht schon gut aus. Die Suppe kocht, es raucht. Fische wird es wieder geben, geräuchertes. Na erzähl klar. Mal, was habt ihr so im Angebot? Also wir haben ganz einfach wieder bei uns im Angebot hier, es sieht man auch schon, den ersten Stück Räucherfisch, Räucherkarpfen. Wir haben Räucherforellen im Angebot. Wir haben unsere Fischsuppe im Angebot. Macht natürlich auch relativ viel Arbeit, das alles vorzubereiten hier im Verein. Wir haben vom Freitag an mit 5, 6 Kollegen die Fische geschlachtet, ausgenommen, vorbereitet, eingelegt. Dann haben wir gestern sie aufgehangen zum Abtrocknen. Heute früh seit 7:30 haben wir die Fische vorbereitet zum Räuchern. Und unsere Frauen haben früh schon die Fischstäbchen vorbereitet, die wir jetzt auch vorne im Laden mit verkaufen in unserer Bude. No. Und genauso noch Glühwein. Viel Arbeit, viele, viele fleißige Kollegen, die mit helfen und die auch jedes Jahr mit dabei sind. Das ist eben das Schöne dran, dass wir uns darauf verlassen können bei der Vorbereitung. Genau, das ist ja das Schöne sowieso, dass die Vereine alle mit hier sind und dass das dann alles so klappt. No. Jetzt kriegen wir hier noch einen Haufen Rauch ab. So, ja genau, wir hatten ja gerade schon was gesehen. Oh, das sieht ja gut aus. Sehr schön. Aber danke. Aber der Fisch braucht noch einen kleinen Moment. Der sagt, eine Viertelstunde brauchen wir ungefähr noch, bis die Karpfen fertig sind. Die ersten Forellen hängen schon vorne drin. Sehr gut. Klappt doch. No. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche euch viel Erfolg heute. Danke und auch. Und nicht allzu viel Arbeit. Das werden wir trotzdem machen. Das glaube ich. Danke. Bitte. Gärtnerei und gucken mal in der Gärtnerei, wie das hier mit dem Angebot ist. Unsere Gärtnerei Graf besteht ja schon viele, viele Jahre und hier findet immer ein toller Weihnachtsbaumverkauf statt mit wirklich hochwertigen Bäumen. Ich sehe schon, wie schön die hier wieder aufgestellt sind. Wir gehen einfach mal rein. So, ich sehe schon den Chef. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich wünsche dir einen ganz erfolgreichen Tag heute hier auf dem Weihnachtsmarkt. Das wollen wir da hoffen. Ja, ich habe ja schon gesehen, dass hier wieder ganz viele schöne Weihnachtsbäume liegen und dass ihr wieder ganz viel vorbereitet habt. Weihnachtssterne wird es bestimmt auch wieder geben. Weihnachtssterne sind da, natürlich. Habt ihr wieder selber gezogen? Selber gezogen, in vielen Farben, in verschiedenen Größen, von Mini bis zum großen Deppen und Stämmchen, alles was so. Und werden die gut gehen heute oben bei dem Wetter? Naja, das hoffen wir schon. So, die Weihnachtssterne brauchen immer ein bisschen Wärme, ne? Die muss man immer, ne, Erik? Die muss man immer ganz sehr einpacken dann, damit die dann nie erfrieren unterwegs. Hm? Ja, aber die Floristen im Laden wissen das. Die machen das. Tun die entsprechend. Seid ihr darauf vorbereitet? Natürlich, genau. Ja. Um die Jahreszeit ist das immer das Problem, aber. Vielleicht dürfen wir noch mal reingehen und mal gucken. Auf alle Fälle. Und du kannst ja mitkommen. Nee, das sind jetzt hier praktisch die größeren Weihnachtssterne. Nee, es läuft ja schon. Hm? Und ja, wir haben sie auch schon recht gut verkauft, da sind wir sehr zufrieden. Ja, das ist so die größte Form und wir sind dann auch die kleineren, die Mädels. Ja, produzieren, wie gesagt, sowieso alleine. Die brauchen eben sehr viel Wärme und auch bestimmte Bedingungen und da muss man schon ein gutes Händchen haben, dass das alles funktioniert. Genau, ne? Ja, das ist interessant. Ich finde das immer sehr interessant. Weil Frauen haben auch zum heutigen Tag Weihnachtsstreuße vorbereitet. Wird das ja auch ein schöner Weihnachtsstern, ne? Mit einer ganz tollen Farbe lila. Hm? Ja, lila gibt es jetzt auch. Also rosa, lila. Schön. Gut, Sicki, dann danke ich dir. Na schön, dass ich wünsche dir einen schönen Tag heute, gute Erfolge und guten Umsatz. Hast du ja zu tun draußen, ne? Ah ja. Gut. Mach mal gerne. Danke. So, das ist jetzt hier der Stand der Kirchgemeinde Barut. Die Kirchgemeinde hat den Stand und hier den Bauwagen. Und der Bauwagen, der wurde so ein bisschen hergerichtet als Raum zum Märchen erzählen, als kleine Oase mit Ofen drin. Mal gucken, ob jemand da ist. Ach, ist doch schön. Das sieht aber schön aus hier. Ja, seid gegrüßt. Guten Tag alle zusammen. Das ist ja hier gemütlich bei euch. Kerzen brennen, schöne Deko, Kekse. Sehr schön. Und zum Aufwärmen ist es auch geeignet.
Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, einen schönen Weihnachtsmarkt und den Kindern wünsche ich, dass der Weihnachtsmann dann kommt. Mal gucken. Aber erst Nachmittag. Habt einen schönen Tag. So, wir gehen jetzt hier nochmal an den Stand der Kirchgemeinde, weil die Kirchgemeinde hat ja hier wieder wunderschöne Sachen. Dies sieht wirklich toll aus, aber was ganz Besonderes, worauf ich mal darauf verweisen möchte, sind jetzt hier die Schwibbogen. Das ist ein typischer Schwibbogen aus Baruth. Hier ist die Baruther Kirche, Maria, Josef und der Engel, das Kind, die Pfarrhaus und unsere Kirche. Diese Schwibbogen werden hergestellt bei uns selbst. Die Mutti von Christoph Zieschank hat das Motiv entworfen. Ausgesägt wird das Ganze in der geschützten Werkstatt und die Bretter hier unten werden gebaut im Nachbardorf in einer Tischlerei. Das ist ein wunderschönes Geschenk, Baruth-typisch, und das wird auch sehr gut angenommen. Schön. Aber auch das andere alles ist wunderschön. Norbert, ich freue mich, dass du heute wieder da bist mit deinem kleinen Karussell. Das ist immer was ganz Besonderes für unseren Ort hier, dieses kleine Karussell, was man selber mit der Hand drehen muss. Kinder, es geht los! Jetzt mit Fahrwind dann weiter. Ja, alles klar. Und weiter geht's. Erzähl mal zu dem Karussell, wie das entstanden ist. Wie ist das entstanden? Eigentlich wollte ich immer mal... Also ein Kinderwunsch war, ein Karussell zu haben. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ja, du baust eins, aber ich wusste nicht, was ich draufstelle. Das ist ja von unserer Niedermühle in Weisenberg. Ja. Ne? So. Und als ich 60 Jahre alt geworden bin, bekam ich von meinem Bruder eine Broschüre über Lanz. Und als ich die erste Seite aufschlug, sah ich Lanz. Diesen Traktor. Ja. Und dann war für mich klar, das muss drauf. Also habe ich so einen Traktor gebaut, hatte aber zwei Wagen drauf. Und die zwei Wagen, das war nicht gut, die Kinder waren alle Traktorfahrer. Also haben wir noch einen Traktor gebaut. So, und jetzt bin ich eigentlich immer dort, wo die Gäste, wo man mich gern sieht. Also naja, reicht. Baruth, Weisenberg und. Und dann freue ich mich, dass du da bist. Danke für deine lieben Worte. Alles klar. Hier sitzt mein innerer Enkel, der andere Schwäbert, aber die tust du abkassieren. Nein, das, ich sag dir das bloß, weil die wachsen ja auch rein. Wir sind schön beteiligt. Danke.